Wir haben den India Way vor 10 Jahren gestartet, im Grunde basierend auf einer Idee. Es gab immer, das war so der Indien-Boom, ja, es gab unglaublich viele Indien-Veranstaltungen und auf all diesen Indien-Veranstaltungen wurde Indien immer hochgelobt. Also es klang quasi wie das Paradies, man muss sich nur noch mit Indien beschäftigen, dorthin reisen und schwubbeliwupp hat man ein ganz tolles Geschäft. Wir wollten ein Forum schaffen, in dem wirklich darüber gesprochen wird, wie es in Indien zugeht, welche Probleme auf einen zukommen, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht und letztendlich dann auch, ich sag mal, seinen Weg finden kann, um dort auch gut Geld zu verdienen. Und das haben wir lange gesucht. Das haben wir lange gesucht, nicht gefunden. Dann haben wir gesagt, hey, komm, lass uns das auf die Beine stellen. Ja, wir laden Unternehmer ein, die zu Unternehmern sprechen und gründen diesen Erfahrungsaustausch. Ich glaube, jeder oder gerade Unternehmer brauchen immer noch ein Forum, in dem man sich austauschen kann, auch noch in immer einer relativ privaten Atmosphäre, ja, was der India Day auch sein soll. Also wo man wirklich dann Tacheles reden kann und nicht unbedingt darauf Rücksicht nehmen muss, ob man sich dann morgen in der Zeitung oder wo auch immer wieder findet. Und darauf werden wir also achten. Wir sehen da sehr, sehr positiv in die Zukunft, sind überzeugt davon, dass das sehr gut weitergeht, dass es Indien jetzt die nächsten Jahre schaffen wird, diese stabile Entwicklung weiter fortzuführen und dann eben auch wirklich das große Potenzial, das Indien hat, dann auch zu heben. Und das wird auch ganz bestimmt bei ausländischen, bei deutschen Unternehmen erkannt, die dann eben weiterhin nach Indien gehen, die noch gar nicht da sind, neu nach Indien gehen, andere, die schon da sind, auch signifikant ihre Geschäftsaktivitäten ausbauen. Und das wird mit Sicherheit auch dazu führen, dass das Interesse an dem India Day, an anderen Indien-Veranstaltungen in Deutschland zunehmen wird. Da sind wir sehr, sehr positiv und wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerzahlen auch die nächsten Jahre weiter steigen werden. Der India Day ist, glaube ich, für jeden, der mit Indien Geschäfte tätigen will, möchte oder auch in Zukunft beabsichtigt, ein Muss. Ja, also wenn man sich informieren will, wenn man Leute kennenlernen, die in Indien gute wie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und die auch darüber reden, dann gibt es, glaube ich, keine Alternative zum India Day. What I love about the India Day is that you have government representatives, you have people who are already successfully doing business in India, but you also have a lot of open questions and discussions. It is a huge knowledge transfer, it is a think tank, plus it is eye-to-eye business communication. I can't think of a better mixer for anybody who wants an orientation of how to do business in India.